Blauer Himmel am Morgen, lokale Gewitter am Abend. In Gebirgsregionen wie Tirol verläuft ein Sommertag häufig genauso. Das Wetter für jedes einzelne Tal vorherzusagen, ist für Meteorologen eine Herausforderung. Das Problem? Durch die Berge und Täler bilden sich topografisch bedingte Windverhältnisse aus, die das Wettergeschehen stark beeinflussen können. In Kolsas untersuchen Meteorologen die Vorgänge in der unteren Troposphäre. Sie wollen wissen, was mit der Luft über dem Inntal im Verlauf eines Sommertages passiert. Mit Hilfe einer Messstation der Uni Innsbruck und eines Messflugzeugs der Deutschen Luft- und Raumfahrt erfassen sie die Luft in Bodennähe und in verschiedenen Höhen. Cross-In heißt ein Forschungsprojekt, bei dem die Uni Innsbruck Partner ist. Geleitet wird es vom Karlsruher Institut für Technologie. Ziel ist es, die Strömungen quer zur Talachse dreidimensional zu messen. Die Frage ist, wie kommen zum Beispiel Größen wie Spurengase, Wärme, Feuchte weg von der Erdoberfläche in die freie Atmosphäre. Und diese Prozesse sind eigentlich im Gebirge, in den Alpen anders wie beim Flachland, weil wir dort im Gegensatz zum Flachland organisierte Windsysteme haben. Das sind zum Beispiel Talwinde, Hangwinde. Und diese Hangwinde und Talwinde, die transportieren eben diese Eigenschaften vertikal. Und die Frage ist nun, wie dieser Austausch im Detail funktioniert. An der Messstation und in einiger Entfernung stehen Doppelwind-Lidare, um die Luftbewegungen zu erfassen. Diese Fernerkundungssysteme arbeiten mit Laserlicht im nicht sichtbaren Infrarotbereich. Sie schicken Laserpulse in verschiedenen Winkeln und Richtungen ab. Dieses Licht wird reflektiert von Aerosolen, das sind Staubpartikel, die sich mit der Luft mitbewegen, mit der Strömung. Und wir können damit eigentlich die Verlagerungsgeschwindigkeit dieser Staubpartikel messen und somit auch die Windgeschwindigkeit. Das können wir aber nur entlang des Strahls machen und bekommen also nicht die komplette dreidimensionale Komponente des Windfeldes. Wenn wir jetzt aber jedoch hergehen, mehrere Geräte miteinander kombinieren, dann können wir eigentlich die ganze dreidimensionale Windstruktur messen. Und das ist eigentlich das Neue daran, dass mit Dual- und Triple-Doppler, so nennt sich das Verfahren, es möglich ist, eben 3D zu messen. Der Prototyp eines Temperatur-Lidars liefert zusätzlich Informationen über die Wärme- und Feuchteverteilung im Tal. Diese thermodynamischen Daten werden durch klassische Messungen ergänzt. Neben den Geräten des Messturms werden auch Wetterballone eingesetzt. Besonders wertvolle Daten liefert allerdings das Flugzeug, das an mehreren Schönwettertagen im Sommer zum Einsatz kommt. Bisher nutzen Meteorologen die Daten von Wetterstationen und Computersimulationen für ihre Wettermodelle. Die genaue dreidimensionale Struktur der Luft über Gebirgsregionen ist allerdings noch weitgehend unbekannt. Gerade bei diesen Fernerkundungsmesssystemen sind durchaus auch Unsicherheiten dabei. Windlidare können zum Beispiel Temperaturen und Feuchte nicht messen. Die Temperaturlidare sind sehr neuartig, da weiß man noch nicht so genau, was die Genauigkeit ist. Das heißt, ein Flugzeug gibt einem In-Situ-Messung, also eine Vor-Ort-Messung, die man danach hernehmen kann, um die Systeme zu validieren. Zudem kann das Flugzeug sehr hochfrequent messen, also wir sprechen hier von 20 bis 100 Hertz Daten, aus denen wir nicht nur den mittleren Zustand der Atmosphäre ableiten können, sondern auch turbulente Prozesse. Und diese turbulenten Prozesse sind ganz wichtig, da sie eben den Austausch zwischen Erdoberfläche und freier Atmosphäre beeinflussen. Nach einer erfolgreichen Vormittagsmessung landet das Flugzeug am Innsbrucker Flughafen. Wissenschaftler und Crew nutzen die Zeit am Boden, die in den vergangenen Stunden gewonnenen Erkenntnisse zu besprechen. Die Flugmessungen lassen bereits erste Schlüsse zu. Was schon relativ offensichtlich war, auch rein durch das Mitfliegen im Flugzeug, ist, dass es sehr starke Asymmetrien gibt. Das heißt, ein Talwind zum Beispiel, ein Talaufwind, der ist nicht überall gleich stark. Der kann konkret in diesem Fall zum Beispiel im Süden, in der südlichen Talhälfte, stärker sein, dort, wo wir messen, weil eben das Tal gekrümmt ist und nicht geradlinig. Das heißt, dieses typische Lehrbuchmodell, das alles symmetrisch aussieht, das ist hier auf jeden Fall nicht erfüllt. Und die Frage ist, wie modifizieren diese Asymmetrien den Austausch? In den Büros der Meteorologen laufen schließlich alle gesammelten Daten aus Luft- und Bodenmessungen zusammen. Mit ihnen wollen sie bessere mathematische Modelle erstellen, die die Austauschprozesse und Luftbewegungen über Gebirgsregionen berücksichtigen.
Mit unseren Wettervorhersagemodellen sind wir derzeit auf einer Skala von ca. 1 Kilometer. Das heißt, das ist ungefähr die Maschenweite, mit der wir Prognosen machen. Also, und das heißt, bei einer Kilometer Maschenweite lösen wir die Täler schon recht gut auf. Das heißt aber noch nicht, dass die Prozesse im Tal gut aufgelöst sind. Das heißt, zum Beispiel die Bildung von Konvektion von Gewitterwolken über dem Gebirge, Transport von Feuchte, der damit verbunden ist. Mit diesen Messungen können wir einerseits versuchen, die Modelle zu validieren, als Schwächen aufzuzeigen und dann auch mit Hilfe der Messdaten diese Modelle zu verbessern. Und damit genauere Wettervorhersagen zu ermöglichen. Die Arbeit der Meteorologen vom Karlsruher Institut für Technologie und der Uni Innsbruck wird aber auch dazu beitragen, durch tieferes Verständnis der Vorgänge über Gebirgsregionen die immer wichtiger werdenden globalen Klimaprognosen zu verbessern.